Und damit willkommen zurück bei Danganronpa S Ultimate Summer Camp. Ja Leute, es geht hier weiter. Nach 8 Monaten kommt endlich der dritte Part. Ich sollte das Ganze wohl erstmal etwas erklären. Ich hatte dieses Projekt ursprünglich abgebrochen. Ich hatte eigentlich schon den dritten und vierten Part auch schon aufgenommen damals. Einfach weil das Spiel sehr grindy sein soll. Also man muss immer wieder dasselbe machen und da hatte ich irgendwie keinen Bock darauf. Vor allem, weil um dieses Spiel durchzuspielen man irgendwie tausende Stunden reinstecken muss und da hatte ich einfach keinen Bock drauf. Da habe ich jetzt auch immer noch keinen Bock drauf, um ehrlich zu sein. Aber ich habe mir gedacht, wäre ein bisschen blöd, wenn ich dieses Spiel als einziges Danganronpa-Spiel nie so richtig gezeigt hätte. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich kann es ja mal zumindest so ein bisschen anspielen. Also, das hier wird kein 100% LP werden. Ganz im Gegenteil, wir schauen uns das vielleicht mal für so 10, 20 Parts an. Einfach, weil es auch noch dazugehört quasi. Und ihr könnt euch das Spiel auch ganz einfach kaufen im eShop. Auf Steam gibt es das mittlerweile auch. Ich glaube auch für die PlayStation und so kam es vor ein paar Tagen raus, also könnt ihr euch einfach kaufen, kostet so um die 20 Euro. Ja, deswegen wollen wir uns das Ganze nochmal anschauen, falls ihr die ersten zwei Parts verpasst haben solltet, was ich verstehen kann, weil es vor 8 Monaten war, könnt ihr die euch gerne nochmal anschauen. Aber ja, dann mache ich doch jetzt einfach mal hier ganz normal weiter. Ich hoffe, ich kann das mit dem Übersetzen noch, Mann. Ich bin voll eingerostet und so. Naja, das kann doch gar nicht sein. Meine Monobiester sind unbesiegbar. Was zum Teufel war das? Wir haben es wirklich geschafft, sie zu besiegen. Also nochmal zur Erinnerung, wir haben gerade diese Monobiester von Monokuma besiegt in einem rundenbasierten Strategiespiel, RPG quasi. Es scheint tatsächlich so, als ob ich der Protagonist der Light Novel bin, wie ich schon mal dachte. Das dritte Siegel meiner verbotenen Power wurde entfacht oder so, keine Ahnung, Mann. Ich bin mir sicher, dass Light Novels und geheime Kräfte hier jetzt gerade nicht wichtig sind, Mann. Ah, war eine gute Entscheidung, euch ein bisschen zu buffen mit unseren Zauberstäben. Du hast uns mit dem Zauberstab gebufft, als er uns gestärkt. Aber hast du nicht gesagt, dass diese Zauberstäbe limitierten Nutzen haben? Das hier ist viel mehr als das, was du beschrieben hast. Ach, ich weiß auch nicht. Ich kämpfe mit Karten und Chips, nicht mit meinen Händen und Füßen. Ja, das stimmt natürlich. Wenn du in mir herumspielst, dann sorg zumindest dafür, dass ich mich währenddessen gut fühle. Ja, also ihr seht schon, Mio ist auf jeden Fall wieder zu alter Kraft zurückgekehrt. Ja, gut. Aber das hat uns auf jeden Fall gerettet. Wir sollten dankbar sein. Und vor allem ist natürlich auch gerade sehr passend hier mit Danganronpa S. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber hier in Dortmund ist wirklich jeden Tag wahnsinnig warm, Mann. Jeden Tag mindestens 30 Grad oder so. So ist es nun mal. Aber auf jeden Fall dank dieser Stärkung hier haben wir es geschafft, diese Monobiester zu bezwingen. Ihr braucht euch auf jeden Fall keine Sorgen darum zu machen. Während eure Avatare nicht anders sind als eure echten Körper, wird jeder Schaden, den ihr hier nimmt, automatisch repariert. Ja, das hat man uns damit auch gesagt in Danganronpa 2, aber das war dann nicht so, du. Oder doch, ja, wobei, naja, gut, auf jeden Fall. Also, wenn ihr euch während eines Kampfes verletzen solltet, wäre es kein großes Problem. Ja, verdammt. Wir haben also die ganzen Vorteile, ohne einen Nachteil zu haben. Das ist ziemlich verrückt. Ja, da hat er nicht ganz Unrecht. Ach, das macht ja gar keinen Spaß. Was bringt es dann überhaupt, jeden von euch auseinanderzureißen, wenn jemand stirbt? Ach, bitte. Ja, du, das bin ich auch nicht gewohnt. Damals, ne, das waren noch Zeiten in Danganronpa 1, 2 und V3. Das hier ist ja hier wirklich Lullikram. Das hier ist ein Trainingscamp. Morde sind hier nicht erlaubt, Mann. Sagst du oft Mann irgendwie, oder? Naja. Naja, auf jeden Fall Glück gehabt, dass ich eure Avatare gebufft habe, ja? Ach, ihr nervigen Kleinen. Ah, und deswegen seid ihr so süß. Geht das wieder los? Erinnert euch noch daran, in Danganronpa V3, als er sie immer alle als süß bezeichnet hat? Ah, ich brauche Power. Ich brauche genug Power, um alle in Verzweiflung zu hüllen. Oh, was ist jetzt los? Oh, die, Monobiester, wie sie heißen. Wow, es gibt auch mehr von ihnen. Und die sind auch noch verdammt groß. Ah, ich liebe Ibuki, Mann. What? Dieser Gesichtsausdruck von ihr. Ah. Alle hinter Gonta verstecken. Papa hat einen Zauberstab wie der Rest von uns. Aber wie hat er ihn bekommen? Los, meine Monobiester.
verwandelt diese Insel in euer Paradies. Oh oh. Da sieht ihr auch schon, es ist eine Art Brettspiel. Wie dieser Bonusmodus in Danganronpa V3 damals. Also es ist kein richtiges, normales Danganronpa-Spiel in der Hinsicht, sondern einfach nur ein kleines Spin-off. Und jetzt sind sie weg. Der ganze Ort hier ist bald voll mit Monstern. Yo, meine Freunde, warum die langen Gesichter, hä? Ein Song von mir und sie werden euch nicht mehr stören. Ach, dieser Assi wieder, Kurokuma aus Danganronpa Another Episode. Ach, du hast einfach das schlechteste Timing, Kurokuma. Also los, in den Stille-Modus mit dir. Okay. Es sollte 5 von diesen Zauberstäben geben, richtig? Einen von jedem von den Monocups. Und ja, es gab ja 5 Monocups, ne? Deswegen, wieso hat Monokuma einen? Oh, richtig. Vielleicht hat sich Monokuma einen geschnappt. Okay, wer ist hier der Idiot? Du wirst dafür bezahlen, Mann. Also, ich hab meinen, wie du sehen kannst. Leute, holt eure Zauberstäbe raus. Es scheint, als hätten wir hier unseren Übeltäter. Ach, was du es? Monosuke. Monotaro hieß der. Wie im Moment. Wie waren die Namen nochmal? Monophonie ist hier links. Dann hatten wir Monodam ist der Grüne. Boah, ich hab die Namen gar nicht mehr drauf, ey. Monotaro ist der Rote? Ah ja, okay. Hä? Monotaro? Wer ist das? Hab noch nie von ihm gehört, Mann. Ja, okay, der Rote war Monotaro. Der Gelbe ist Monosuke und der blaue Assi ist Mono-Assi, keine Ahnung. Hey Monokuma, gib schon den Zauberstab her. Außer du willst, dass ich dir eine reinhaue, Mann. Das ist schon in Danganronpa 1 damals nicht gut gelaufen. Glaubst du wirklich, dass ich den einfach dir geben würde? Und wenn hier jemand verprügelt werden wird, dann du, Mann. Monokid, genau so hieß der. Ach, du lässt uns keine Wahl, Papa Kuma. Es ist Zeit für die Hinrichtung. Was? Du kannst Menschen mit dem Zauberstab umbringen? Ach bitte, so etwas würden wir doch niemals tun. Das meiste, was wir tun könnten, ist Schüler zu bestrafen, die die Regeln brechen. Also gegen die Regeln verstoßen. So sehr es mir auch wehtut, Vater, du hast auf jeden Fall Unrecht. Also, ich muss sagen, dafür, dass ich jetzt seit einem Jahr nichts mehr übersetzt habe, läuft das bisher ganz gut hier. Also, so ein paar Wörter sind manchmal ein bisschen seltsam, aber naja. Monophonie, Monodam, Monokid, los, fangen wir an. Ach, ich hasse es, außen vor gelassen zu werden, aber ich kann nichts tun, außer euch anzufeuern. Es ist Zeit für die Bestrafung. Ach man, wenn ich das hier alles so sehe, habe ich richtig Bock auf ein richtiges neues Danganronpa. Ich meine, ich liebe diese Charaktere hier schon, ne? Und die Musik und auch die Grafik irgendwie, aber... Ah. Ach, Kaede, bist du auch mal wieder dabei? Ja, er hat seinen Zauberstab fallen lassen. Ich nehme den mal dann zurück. Wie kindisch von ihm, dass er den Besitz seiner Kinder stiehlt. Wow, das war echt verdammt knapp, Mann. Ich sag echt oft, Mann, das gibt's doch gar nicht. Da habe ich doch schon damals gemacht, oder? Naja. Ich weiß nicht. Das ist einfach so ein Füllwort für mich. Da kann ich länger nachdenken für den nächsten Satz. Auf jeden Fall, jetzt können wir so weitermachen wie geplant. Okay. Papa hat mir vielleicht auf den Kopf geschlagen, aber das werde ich einfach vergessen. Es ist schlecht für meine mentale Gesundheit. What's going on? Von wegen zurück zum eigentlichen Plan. Du kannst uns einfach so bestrafen, oder was? Natürlich können wir das. Also, verbeugt euch vor uns. Außer, ihr wollt sterben. Bitte hör auf, sie anzulügen. Das meiste, was wir tun können, ist, ihre Avatare für einige Zeit zu immobilisieren. Und selbst dafür bräuchten wir eine Mehrheitsabstimmung, damit niemand seine Mächte missbrauchen kann. Man braucht mindestens 3 Zauberstäbe, damit man eine Bestrafung durchführen kann. Okay. Es gibt deswegen die ganzen Regeln und, die Regeln, damit alles hier fair ist. Ah, Chiaki ist auch dabei. Die ganzen Favoriten. Ja gut, das sind alle dabei. Alle Charaktere sind dabei. So ist ja jetzt nicht. Wobei, nur aus Danganronpa 1, 2, V3 und, Another Episode. Aber nicht aus dem Anime, glaube ich zumindest. Ah, ich verstehe auf jeden Fall. Monokuma hätte uns also nicht mit nur einem Zauberstab bestrafen können. Oh Mann, wie lame. Aber ich mag es doch, die Bestrafungen zu verteilen und nicht derjenige zu sein, der bestraft wird. Ich liebe es aber, bestraft zu werden.
Ah, der Klassiker. du bist schon wieder zurück? Ja, mein Avatar heilt sich ebenfalls, genauso wie eure Avatare. Und wie meine süßen kleinen Cups gesagt haben, tut die Bestrafung nur so ein bisschen weh. Aber das ist alles. Lächerlich. Wenn du weiterhin uns im Weg stehen wirst, Vater, werden wir dich weiterhin bestrafen. Ach, chill. Ich bin nur hier, um am Camp teilzunehmen. Nichts weiteres. Ich hatte schon genug Spaß mit dem Zauberstab. Sag mal, hast du ernsthaft vor, dass... Oder habt ihr ernsthaft vor, Monokuma an dem Camp teilnehmen zu lassen? Es ist nicht ideal, aber das Programm hat bereits angefangen. Es wird nicht enden, ohne dass ihr alle eure Hoffnungsfragmente habt. Und falls es zu einer lebensbedrohlichen Situation kommen sollte, wird das System automatisch heruntergefahren. Ja, das hätte es mal damals geben sollen, in Danganronpa 2. Ey, ich sage die ganze Zeit Spoiler und so. Also, ich gehe jetzt mal schon davon aus, dass ihr Danganronpa 1, 2 und V3 geschaut habt. Und Another Episode am besten noch oben drauf. Ich habe auch für alle 4 von denen LP gemacht. Deswegen könnt euch auch einfach den Kram anschauen. Na gut. Ein solch kleines Hindernis sollte auf jeden Fall nichts für solche Ultimates wie euch sein. Ich hasse es, dir zuzustimmen, aber du hast schon irgendwie recht. Wir können nicht aufgeben, ohne zu kämpfen. Monokuma ist ja aber nicht das Problem. Was ist mit diesen ganzen verrückten Monobiestern, ne? Oder verdammten, wie auch immer. Wie sollen wir es schaffen, zu chillen, wenn diese ganzen großen, ekelhaften Dinger hier rumlaufen? Hey, listen. Gibt es etwas, was du da tun kannst, Chihiro? Also ich weiß nicht, ob Chihiro da was tun kann. Nun, könnt ihr etwas tun, Monocups? Nein, die Monobiester sind als Avatare registriert. Nichtmals unsere Zauberstäbe können sie entfernen. Das ist ein Scherz, oder? Sie sind ebenfalls Avatare? Das würde bedeuten, dass sie zurückkommen, wenn wir sie besiegen. Was sollen wir nur tun? Das hier sollte eigentlich unsere Chance gewesen sein, uns als nützlich zu erweisen. Unseren Zauberstab zu verlieren und Papa Kuma all diese Kreaturen beschwören zu lassen, ist das Gegenteil von hilfreich zu sein. Es wird schon okay sein. Wir können einfach unsere Zauberstäbe nutzen, um eine kraftvolle Waffe zu erschaffen, die sie dann besiegen können. Und dann nutzen wir das, um die Monobiester zu besiegen. Kommt schon, Leute, wir können es mal versuchen. Okay, versuchen Sie es mal. Also, gebt uns eure Stärke, Zauberstäbe. Bitte. Was jetzt? Oh, irgendetwas ist wirklich passiert. Alles, was du gemacht hast, war zu beten und das Ding zu schlagen. Oder zu schwingen. Okay. Hier haben wir so eine Schriftrolle anscheinend. Eine Schriftrolle mit magischer Kraft, oder was? Wow. Wie Meteoriten schlagen sie hier ein. Ja, das Buch ist weggeflogen. Wir haben zu viel Power reingesteckt, Mann. Für eine große Power benötigt man ein großes Gefäß. Wir haben das irgendwie nicht bedacht. Heute haben wir etwas sehr, sehr Wichtiges gelernt. Wolltet ihr uns nicht eigentlich helfen? Müssen wir uns jetzt alleine um die Monobiester kümmern, oder was? Mach dir keine Sorgen, Hina. Ich werde jeden, der uns im Weg steht, besiegen. Oder was auch immer. Keine Ahnung. Manchmal wird die Übersetzung nicht perfekt sein, okay? Ich werde hierfür nicht bezahlt. Ja, okay, gut. Um mal wieder zurück zum Thema zu kommen. Und jetzt, wo wir wissen, dass wir auch kämpfen können, müssen wir nicht alles euch überlassen. Also können wir einfach die ganzen Monster zusammenschlagen gehen? Wir sollten einen Wettbewerb draus machen. Ach, mein Plan, dass sie ihre Hoffnung verlieren, hat nur dafür gesorgt, dass sie jetzt noch hoffnungsvoller sind. Es scheint, als müsste ich die Verzweiflung etwas in die Höhe schießen lassen. Denk gar nicht erst darüber nach, Monokuma. Ich werde dich die ganze Zeit beobachten. Wir haben vielleicht einmal gefailt, aber wir werden nicht erneut so leicht besiegt werden. Wir werden dafür sorgen, dass dieses Camp gut voranläuft. Und deswegen...
Hat er gefressen? Die Zauberstäbe? Wie den Ki damals. Ah, er hat seinen eigenen Zauberstab gegessen. Oder gefressen. Flop. Und wie er hier wieder so blass ist. Ja, er ist gestorben. Ach, wie verdammt dumm bist du denn, Mann? Dieser... Das ist nicht sicher, diesen Kram zu essen. Aber trotzdem, das bedeutet, dass niemand mehr meinen Zauberstab von mir nehmen kann. Da hast du vielleicht recht. Solange wir die Zauberstäbe haben, können wir sie noch nutzen. Ja gut, aber wenn du sie auffrisst, kannst du sie auch nicht mehr nutzen. Ich meine, dann ist er in dir. Kriegst du ihn dann noch irgendwie raus? Also das wird auf der Toilette auf jeden Fall ein bisschen wehtun, glaube ich. Naja, gut. Was für eine verrückte Idee ist das, Mann? Das ist echt verrückt. Verrückt genug, um vielleicht sogar genial zu sein. Ich werde es ebenfalls tun. Wir werden alles tun, um sicherzugehen, dass dieses Camp hier großartig voranläuft, um Papa zu zeigen, wie viel wir gewachsen sind. Oder wie sehr wir gewachsen sind. Ich werde es ebenfalls tun. Ich habe das Gefühl, als wäre das meine einzige Option. Ich meine, wir sind ebenfalls Avatare. Okay, gut. Da essen sie jetzt hier alle ihren Zauberstab. Oh, sie haben wirklich ihren eigenen Zauberstab gefressen. Ich bin so stolz auf euch, meine süßen Cups. Sie anzuschauen, das bringt echt viele grauenhafte Erinnerungen zurück. Du warst doch gar nicht damals dabei, du. Wenn, dann jemand aus Danganronpa V3. Naja, gut. Nun, egal wie extrem diese Lösung auch sein mag, es ist immerhin eine Lösung, oder? Wahrscheinlich. Und nur um sicher zu gehen, werde ich nochmal das ganze Programm, die ganze Welt hier, untersuchen später. Ach, seht mal, hier ist sogar Maki dabei. Irgendwie bisher kaum Charaktere aus Danganronpa V3, habe ich das Gefühl, oder? Also, ich schätze mal, das würde bedeuten, dass Monobiester zu bekämpfen jetzt Teil unseres normalen Trainings ist, ja? Ah, wie nervig. Ist das nicht Himikos Satz? Naja. Ach, macht euch keine Sorgen. Je größer das Hindernis ist, das wir überkommen müssen, umso größer wird die Hoffnung am Ende sein. Was für ein wilder Anfang für diesen Trip. Ist es bei Hope's Peak immer so? Ja, das könnte man fast schon so sagen. Nicht immer, aber manchmal. Gut. Es ist Zeit, in unsere Badesachen zu schlüpfen, scheinbar. Ja, Mann. Darauf habe ich gewartet. Oder haben wir gewartet? Nee, er hat darauf gewartet. Okay. Wir können jetzt umziehen gehen, ja? Ich schätze mal ja. Ihr habt alle stark gekämpft. Und wir sind hier immerhin an einem Strand, also... Ja, wir sind hier viel auf der Straße, du. Dass hier keine Autos oder so kommen. Also los. Wir sollten etwas Spaß haben. Und unsere Badesachen sind vollkommen... anpassbar. Man kann das auswählen, was man haben möchte. Okay. Okay, okay. Jungs zum Strandhaus. Mädchen in die Hotellobby. Chihiro, es tut mir leid. Ich weiß, für dich ist das nicht das beste Thema. Nicht der beste Moment hier. Willst du vielleicht einfach irgendwo alleine irgendwie? Ich weiß ja nicht. Ja. Blöde Situation. Ah, das Strandhaus hier. Wie in Danganronpa 2. Also, was haltet ihr von euren Geschenken, hä? Hey! Was sollen wir mit diesen Dingern machen? Schaut sie euch da an, sie sind so riskant. Ich habe noch nie etwas getragen, das so viel Haut gezeigt hat. Aber du bist doch die ultimative Schwimmerin, hast du bestimmt schon einiges getragen, du. Ich kann es gar nicht glauben, dass es nicht einen einzigen Einteiler gibt. Ich mag es eigentlich, etwas bescheidener zu sein, wenn ich nicht cosplaye. Mögt ihr die nicht? Ich dachte, alle Mädchen tragen solche Schwimmsachen. Schaut euch nur an, was ich trage, ja. Also, ja, das könnte man so sagen. Auch sehr riskant, was du da trägst, Monophonie. Ah, das erklärt irgendwie alles. Und wie Senko auch schon wieder guckt. Wenn alle Mädchen solch verführerischen Schwimmsachen tragen, dann werden die degenerierten Männer auf jeden Fall, sabbern. Aber ich weigere mich, das zuzulassen, dass wir deswegen nicht den Strand nutzen können. Deswegen schlage ich vor, sie zu bannen. Die degenerierten Männer zu bannen oder die Badesachen zu bannen? Hä? Wow, Mio! Mio, chill! Chill!
Ah, Klassiker. Jetzt schon Klassiker. Ah, was braucht denn ihr so lange, ihr hässlichen Bitches, hä? Schämt ihr euch, dass ihr neben einer solch hübschen wie mir stehen müsst, hä? Oh my. Du hast dich bereits umgezogen? Ich glaube nicht, dass ich so selbstbewusst sein kann wie Miu, aber ich glaube schon, dass das hier ganz süß aussieht. Yes. Oh, ich habe auch einen guten gefunden. Man kann wirklich Ibuki riechen, wenn man das hier sieht. Oder so ähnlich. Angie hat sich auch umgezogen. Das sieht nicht wirklich anders aus als ihre normalen Klamotten, oder? Ah, sie kommt ja auch von so einer komischen Insel. Eine Insel, die sich eher wie so eine Art Kult anhört, aber andere Geschichte, naja. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass man an einem, auf einer tropischen Insel schwimmt. Also warum nicht etwas Haut zeigen, hä? Sie hat recht. Werde eins mit der Natur. Ich möchte so etwas nicht von einer Hure hören, die sowieso jeden Tag ein Bikini überall trägt. Okay. Hast du dich bereits für etwas entschieden, Monaka? Ich glaube, das hier würde großartig aussehen. Oh, und das hier. Ich nehme dann mal das hier. Nichts anderes passt mir wirklich. Machen wir das wirklich? Ihr müsst euch nicht zwingen, irgendwas davon zu tragen. Wenn nichts davon euch passt, dann kann ich auch etwas für euch herstellen. Nein, das brauchst du nicht tun. Ich krieg das schon hin, wahrscheinlich. Okay, ich wähle dann mal das hier. Das Design ist ganz süß. Hat irgendjemand Chihiro gesehen? Ich find's auch geil, wie dort der Spoiler steht. Junko Enoshima in Klammern Mukuro. Okay, damit wäre auch das geklärt. Sie wollen es gar nicht mal verheimlichen. Chihiro ist hier beim Beach House Kumaya. Okay. Ganz schick hier, oder? Wie ich es mir schon gedacht habe. Die Items, die die Monocups gemacht haben, sind überall auf den Inseln verteilt. Also noch was zur Erinnerung, es gibt wohl 5 verschiedene Inseln, wo jetzt dieser ganze Kram verteilt ist. Wirklich? Also war das nicht alles umsonst? Hast du das wirklich alleine gemacht, Chihiro? Wenn dich irgendetwas besorgt, dann kannst du einfach mit mir oder Mio darüber reden, ja? Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob Mio wirklich hilfreich ist, aber Kazuichi vielleicht schon eher. Wir sind hier, um dir zu helfen, okay? Oh, richtig, sorry. Ich behalte das mal im Hinterkopf. Also, diese Items, die ihr gemacht habt, sie sind dafür da, um unsere Avatare zu verstärken, richtig? Ich sehe hier Namen wie Tigerrolle und Vogelrolle. Ja, Mann! steckt so viel Kraft da drin, dass sie die Monobiester mit Leichtigkeit zerstören können. Interessant. Also, es ist dann vielleicht doch unsere Zeit wert, dass wir sie sammeln gehen, wenn sie so viel Potenzial haben. Dadurch werden unsere Kämpfe gegen die Monobiester so viel spaßiger. Je früher wir sie bekommen, desto besser. Ich hatte Angst, dass... Weiterer Spoiler hier direkt, Mann. Was ist hier los? Ich hatte Angst, dass das Trainingscamp etwas langweilig werden würde. Aber es scheint, als könnte das vielleicht eine gute Möglichkeit sein, Zeit totzuschlagen. Ja, steht sogar direkt Imposter dahinter, okay. Wir müssen aber trotzdem noch selbst kämpfen gehen. Die Items sind nur dafür da, um unsere Avatare zu verstärken. Wow, was trägst du denn da, Kyotaka? Okay. Also Leute, jetzt vergesst mal nicht den eigentlichen Zweck dieses Camps. Wir sind hier, um unsere Talente zu verbessern. Jeder Teilnehmer muss die Hoffnungsfragmente finden, oder wir werden nicht zurück nach Hause gehen können. Richtig. Euer Job hier ist es, zu trainieren, zu spielen, Freunde zu finden und außerdem außerhalb eures eigenen Talentes etwas zu experimentieren. Okay. Außerhalb unseres Talentes? Oh, hey, sind die Mädchen dann auch bereits fertig? Sakura, okay. Oh, Kyoko, das habe ich von dir nicht erwartet, dass du sowas trägst, aber okay. Ja, wir sind jetzt alle hier. Was hast du da gerade gesagt über Items, die uns dabei helfen, Monobiester zu bekämpfen? Ach, vergesst einfach diesen langweiligen Kram erstmal. Warum haben wir uns die Badesachen angezogen, hä? Ja. Er hat recht. Unser Job ist es jetzt erstmal zu spielen, bis wir tot umfallen. Danach können wir noch weiter labern. Okay. Zeit hier für
Etwas Spaß im Wasser. Okay. Ibuki genießt das auf jeden Fall hier. Wow! Ah, nicht so schnell. Du wirst dich noch verletzen. Alright. Ah, nimm das. Hey. That's right. Ah, ihr werdet dafür bezahlen. Schwimmen ist nicht der einzige Weg, am Strand Spaß zu haben. Ich habe nicht erwartet, direkt ins Wasser zu gehen. Ich hoffe, ich habe heute wasserfestes Make-up genutzt. Müsstest du das nicht eigentlich wissen, ob du das genutzt hast oder nicht? Naja, vor allem hier in der virtuellen Welt weiß ich nicht, ob das wirklich so wichtig ist. Aber naja, es scheint, als würde hier jeder Spaß haben. Euer Geschenk war ein großer Erfolg, Monocups. Okay, wir werden dafür sorgen, dass es so bleibt. Ich habe eine Idee. Wir sollten am Strand ein großes Lagerfeuer machen. Das würde für einige großartige Erinnerungen sorgen. Und so startete dann das finale Schulereignis, bevor die Schüler von Hopespeak Academy ihren Abschluss machten. Ein traumhaftes Abenteuer in diesem kleinen Paradies.